Tiny Tina's Wonderlands wirkt auf den ersten Blick wie ein neues Borderlands mit Reskin, bietet aber genug gelungene Neuerungen, um auch für sich alleine zu stehen. Zeit für einen Zauberspruch! Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global. Willkommen zu unserem neuesten Test. Die Borderlands-Reihe von Gearbox war einer der wichtigsten Mitbegründer des Loot-Shooter-Genres. Nach unzähligen DLCs und einigen Ablegern erscheint nun mit Tiny Tina's Wonderlands ein Fantasy-Spin-Off. Und das bringt die dringend benötigte frische Brise für das angestaubte Franchise. Trotz des neuen Settings ist die Handlung noch immer auf Pandora angesiedelt. Zumindest irgendwie. Ihr seid Teil einer Tabletop-Runde, die von Tiny Tina angeführt wird. Das Regelwerk Bunkers and Badasses bietet alles, was das Fantasy-Herz begehrt. Wyvern, Skelette, Piraten und vieles mehr. Jetzt macht euch bereit, eine Welt der Fantasie zu betreten! Im Zuge der Kampagne werdet ihr zum Schicksalsbringer, einem magischen Helden, der die Wonderlands vor dem Dragonlord beschützen soll. Nein, das ist kein deutscher YouTuber, sondern ein mächtiger Zauberer, der nach langer Zeit wieder aufgetaucht ist und nun eine gehörige Abreibung braucht. Die Story selbst ist sicherlich nicht das innovativste, lebt aber vom gewohnt derb-pubertären Humor. Wem der nicht schmeckt, der wird mit Tiny Tina's Wonderlands nichts anfangen können. Ich hatte abermals eine Menge Freude damit. Gefühlt haben die Entwickler sich noch mehr ausgetobt als in der Hauptreihe, was wohl auch dem Setting geschuldet ist. Nehmen wir als Beispiel mal eine Nebenquest. Ihr werdet von einer Alchemistin gerufen und säubert ihren Garten von Kobolden. Danach fällt euch eine weinende Bäuerin auf. Sie hatte die fiesen Zeitgenossen dort ausgesetzt, um die Aufmerksamkeit der Alchemistin zu erhaschen, da sie in diese verliebt ist. Die ist im Gegenzug aber stinkreich und will nicht unter ihrer Würde heiraten. Es sei denn, ihr könnt eine Gedichte lesende Koboldin liefern. Und genau das tut ihr im weiteren Verlauf der Quest. Bin niemand, der Felder bestellt. Doch ihre Augen sind nicht von dieser Welt. In Sachen Gameplay erinnert Tiny Tina's Wonderlands frappierend an Borderlands. Zunächst wählt ihr aus einer von 6 Klassen. Der Killomant spezialisiert sich auf kritische Treffer und Nahkampf. Beim von mir gewählten Clownbringer erhaltet ihr einen Wyvern-Helfer und verursacht eine Menge Feuer- und Blitzschaden. Der Zauberschuss hingegen fokussiert sich wenig überraschend auf Magie, während der Grabspross auf Dunkelmagie setzt. Diese tauscht verursachten Schaden in Lebensenergie um. Wenn ihr einen Pilz an eurer Seite wollt, der Giftschaden verursacht, dann ist der Spornhüter genau der richtige für euch. Für Frostpilz hingegen ist der Berserker ein guter Ausgangspunkt, zumal er im Nahkampf stark zuhaut. Wie schon in der Hauptreihe könnt ihr euch im Skilltree aber sehr frei austoben. Dabei hilft auch, dass ihr später in der Story eine zweite Klasse dazu wählen dürft. Vielfältigste Builds sind also möglich. Super! Außerdem könnt ihr nun die Charakterwerte eures Schicksalsbringers definieren. Diverse Ursprungsgeschichten geben eine gewisse Richtung vor. Ich war natürlich der Dorftrottel. Später könnt ihr mit jedem Level-Up eure Punkte frei verteilen. So ging ich verstärkt auf kritische Treffer und verkürzte Magieabklingzeit. In den Ballereien selbst spielt sich Tiny Tina's Wonderlands gewohnt flott. Ihr werdet im Sekundentakt mit Loot überhäuft, ständig scheppert und knallt es, irgendwo ploppen durchgehend Schadenszahlen auf oder Explosionen geschehen. Die Waffen wie Schrotflinten und Pistolen haben einen Fantasy-Anstrich, spielen sich aber sonst wie immer. Nahkampfwaffen könnt ihr nun dediziert ausrüsten, sie haben eigene Eigenschaften und sind nützlich wie nie zuvor. Die Zauber kamen mir anfangs wie Granaten vor, ein fächernder Feuerzauber ist letztlich auch einfach eine Splittergranate. Doch später werden die Effekte immer vielfältiger und nützlicher. Mit Dunkelmagievögeln saugt ihr Gegnern das Leben aus, Eisbrocken heften sich an eure Feinde und explodieren bei Beschuss, Feuerkugeln springen automatisch von einem Gegner zum nächsten. Es ist eine wahre Freude, wie vielfältig die Skills sind. Aber so schön die Ballereien auch sind, für Einsteiger können sie durchaus überfordernd sein und auch das Waffenhandling und Movement sind nicht so präzise wie beispielsweise bei Destiny. Auch der tonnenweise verteilte Loot ist nicht nur super, oft ist schlicht nur Mist in den Truhen. Der Fluch der Zufallsgenerierung eben. Aber wenn ihr mal eine geile Wumme gefunden habt, dann macht es einfach nur Spaß, sie richtig glühen zu lassen. Tiny Tina's Wonderlands hat auch eine Oberwelt im Gepäck, auf der ihr euch im Tabletop-Stil als Wackelkopf fortbewegt.
Ihr lauft nicht nur zur nächsten Hauptquest, sondern findet auch Nebenmissionen und Buffs wie die Schreine. Habt ihr alle Teile gesammelt, erhaltet ihr dauerhaft Boni wie höheren XP-Gewinn. Grandana, die Schutzheilige der Erfahrung, reicht dir eine helfende Hand beim Aufpolieren deiner jetzt schon ansehnlichen Persönlichkeit. Nett ist, dass Tina die Welt aus Schrott zusammengebaut hat. Heruntergefallene Käseflips fungieren als Straßensperren, von euch umzuhauende Kronkorken öffnen Abkürzungen und Streichhölzer bilden Brücken und andere Strukturen. Wenn ihr euch mit eurer Miniaturfigur ins hohe Gras wagt, dann kann es passieren, dass ihr in bester Pokémon-Manier angegriffen und in Standard-Arenen teleportiert werdet, wo ihr euch der Feinde erwehren müsst. Übrigens kann ich euch nur raten, möglichst viele Nebenquests mitzunehmen. Nicht, weil Grinding groß nötig wäre. An zwei Stellen musste ich ein paar Levels aufsteigen, weil das Spiel mich gewarnt hatte, aber die Hauptstory zwingt euch nur selten, Erfahrungspunkte zu farmen. Vielmehr sind die optionalen Aufgaben einfach herrlich abgedreht und die Spielzeit von etwa 15 Stunden bei wirklich brutalem Story-Fokus steigt auf locker 30 bis 40 Stunden. Ich bin aus Berufsgründen heiß. Meine Fans sollen sich jederzeit an meinen Anblick erfreuen können. Deshalb musst du mein Ebenbild in Stein hauen. Nach Abschluss der Kampagne dürft ihr außerdem in die Chaoskammer. Hier kämpft ihr euch durch mit Gegnern gespickte Gebiete und sammelt dabei Kristalle. Die könnt ihr entweder in Buffs oder ganz am Ende in besonders starken Loot investieren. Oder ihr bezahlt zwischen zwei Abschnitten dafür, Elite-Gegner vorgesetzt zu bekommen, um noch mehr Nervenkitzel zu haben. Hier stecken also noch einige Stunden Ballerspaß im Endgame, das ist sehr lobenswert. Grafisch setzt Tiny Tina's Wonderlands auf den typischen Cell-Shading-Grafikstil und der sieht besonders in 4K60 knackscharf aus. Allerdings litt die von mir getestete PC-Version noch unter kleineren Problemen. So ging die Framerate in hitzigen Situationen des Öfteren in die Knie, auch wenn mein System mit einer RTX 3080, 16 GB RAM und einem i7 7700K den Systemanforderungen ohne weiteres genügen müsste. Allen Steam-Fans sei außerdem gesagt, dass sich das Spiel aktuell nur im Epic Games Store findet. Auf Steam gibt es immerhin eine Produktseite, es ist also nur von einer Zeitexklusivität auszugehen. Nehmen wir mein Fazit ins Visier. Die Borderlands-Spiele haben bei mir nicht von Anfang an gezündet, was aber vielmehr daran lag, dass mir das Prinzip der Loot-Shooter unbekannt war. Durch die Aufklärungsarbeit eines Kumpels landete ich aber schließlich doch in der Suchtspirale. Ich kann nicht mal ansatzweise schätzen, wie oft ich den ersten Teil gespielt habe. Und auch wenn die Serie mich nie ganz verloren hat, so wurde ich doch mit jedem Ableger etwas müder. Einfach, weil die Settings weitestgehend immer gleich blieben, die Gegner kannte man schon, es fehlte an neuen Impulsen. Von Tiny Tina's Wonderlands erwartete ich entsprechend nicht allzu viel, da es auf mich einfach wie ein Reskin wirkte. Doch oh boy, ich hab mich getäuscht. Die kleinen Ergänzungen wie zwei Klassen, Charakterwerte und die Oberwelt bringen einen Hauch von frischem Wind, für mich der eigentliche Star ist aber das neue Szenario. Der Mix aus Fantasy, Borderlands und blankem Wahnsinn geht perfekt auf und der Humor ist immer noch doof, holt mich aber voll ab. Ich spüre einfach mit jeder Zeile und mit jedem Element, was Gearbox für einen Spaß beim Ausarbeiten der Welt und der Charaktere hatte. Da verzeihe ich auch, dass stellenweise etwas sehr viel gelabert und von der Spielleiterin kommentiert wird. Aber ihr seht, dass die Zugbrücke der inneren Wehrmauer geschlossen wurde. Ihr sitzt auf dieser Leiter. Das liegt doch auf der Hand. Wir betören die Zugbrücke. Wenn ihr bisher mit den Borderlands-Teilen nichts anfangen konntet, dann dürfte das Fazit für euch aber schon klar sein. Auch Tiny Tina's Wonderlands wird daran nichts ändern. Gunplay und Movement sind altbekannt und damit noch immer nicht perfekt, egal ob per Gamepad oder Maus und Tastatur. Das Balancing ist zwar deutlich besser geworden, aber immer noch nicht ideal. Und das Loot-System überhäuft euch zwar mit neuen Objekten, wirklich brauchbar ist aber nur ein sehr kleiner Bruchteil davon. Doch sei's drum, das Tabletop-Abenteuer ist toller Fanservice in neuem Gewand, mit akzentuierten Neuerungen und jeder Menge Herz. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner alten Vault Hunter-Truppe auf Gegner- und Lootjagd zu gehen. Denn mangels Mitspielern konnte ich den Multiplayer-Modus leider nicht testen. Meine Note lautet 8,5 von 10. Diesen Test gibt es als kostenfreie Textfassung auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee!